Steffi Brunner, 40 Minuten Lift fahren für nix und wieder nix. Oder hätte es eine Chance gegeben, deiner Meinung nach? Ja, es sind immer wieder Böen aufgekommen, aber es ist immer schwierig zu sagen. Aber ich glaube, das war die richtige Entscheidung und das war ein faires Rennen. Bei Olympia muss schon sein, denke ich. Und ja, 40 Minuten Lift fahren, aber wieder zwei Läufe, Slalom mehr und das bringt mir sehr viel. Jetzt ist das Programm dann wahrscheinlich doch so, dass morgen zuerst der Riesen gefahren wird und dann der Slalom. Du hättest das anders ein bisschen vorgezogen, weil du zuerst im Slalom dich ein bisschen eincruisen, wie du gesagt hast, hättest können. Ist dir trotzdem egal? Ja, ist mir eigentlich trotzdem egal, weil eigentlich war ja so oder so der Riesen zuerst gewesen. Ja, und ich freue mich einfach morgen auf das Rennen und ich hoffe, dass wir ein gutes Wetter haben. Kathi, Programmänderung wieder einmal. Ein neuer zusätzlicher Trainingstag für dich? Ja, ein Trainingstag mehr ist immer gut, weil Bedingungen ja doch anders sind wie bei uns daheim und ja, so wie es ist, so ist und auf das muss ich mich einstellen und ja, ich hoffe, dass jetzt die nächsten Tage wirklich zum Fahren wird. Morgen ist ja angeblich wirklich schönes Wetter angesagt, also die Bedingungen sollten sich stabilisieren. Für dich, der Olympia-Aufenthalt wird immer länger, ist aber egal wahrscheinlich, oder? Ja, klar, ist mir egal. Uns geht's gut, vor allem wenn wir in Österreich aus essen können, also geht's uns wirklich gut und ja, trainieren können wir gut. Also mir bleibt es gleich und ja, ich konzentriere mich und fokussiere mich aufs Rennen. Du machst den Eindruck, du bist wirklich gelassen und lebst es auch und bleibst es auch wahrscheinlich, oder? Ja, klar. Also umso länger, dass ich da bin, umso gelassener wäre ich, weil umso normaler wird das rundum und dumm. Und ja, also jetzt heißt es locker bleiben aufs Rennen hier und ich hoffe, dass jetzt wirklich gestartet wird am Freitag. Vielen Dank, alles Gute. Danke. Berni, ihr habt es heute am allerbesten gesehen. Wie war die Situation am Berg? Ja, es war windig. Ich glaube, genau in dem Fenster, wo es ein bisschen weniger Wind angesagt haben wir besichtigt und sind auch eingefahren. Das war okay, es war natürlich schon sehr, sehr böig, aber man hat schon gemerkt, bei der letzten Sessellift-Fahrt, wo wir dann eingegangen sind, jetzt wird der Wind stärker und es wird schwierig werden. Und nach dieser ersten Verschiebung dann auch völlig zu Recht diese weitere Verlegung des Rennens, oder? Ja, ist natürlich irgendwo, fragt man sich dann, wenn man den Wetterbericht angeschaut hat, hat man gewusst, es wird schlechter. Aber ja, der Wetterbericht muss nicht immer stimmen. Also der Versuch war da, das war glaube ich auch okay. Der Wetterbericht hat sich als wahr herausgestellt. Im Nachhinein kann man immer sagen, ja, da hat man gleich früher hochfahren können, aber irgendwann muss man ja dann doch einmal probieren zu fahren. Die Leute im Ziel waren eigentlich begeistert, es war auch sehr viel Publikum da, das heißt die Stimmung bei den Zuschauern offenbar ist gut, bei euch Läuferinnen auch? Ja klar, wir wollen jetzt ein Rennen fahren, morgen schaut es besser aus, das Wetter schaut ganz okay aus und ja. Wir nehmen es so wie es ist. Genau, wir können das nicht ändern.